Hi-ho und willkommen zurück, meine Freunde der Zaubererzunft, zu Battle Mages. Ja, wir sind in der zweiten Mission schon. Haben schon ziemlich viel geschafft hier eigentlich, wenn ich so auf die Map gucke. Sollen wir jetzt mit dem alten Schaman reden? Danach können wir hier den Weg runternehmen, zurück zur Stadt. Und unsere Ja, Truppen kein nachfüllen. Problem. Kein Problem. Kein Problem. Weil die Stadt hat nichts Neues mehr für uns. Und gut. Bis an die Zähne bewaffnete Menschen in Rüstungen. Hätte nie gedacht, dass mir dieses Spektakel einmal das Herz erwärmen würde. Warum bist du nicht bei den anderen? Ein einzelner Ork ist ein seltener Anblick. Mein Schüler war begierig, meinen Platz einzunehmen. Er hat den gesamten Clan gegen mich aufgebracht und ich zog es vor, kampflos abzuziehen. Jetzt haben die Götter sie alle bestraft. Was ist mit ihnen passiert? Warum haben die Orks begonnen, die Menschen anzugreifen? Jemand spielte mit der schwarzen Magie. Er hat den uralten Altar geschändet und den Zorn der Götter heraufbeschworen. Der Altar ist jetzt verflucht und alle Orks in seiner Nähe verlieren den Verstand. Mein armer Clan. Gibt es einen Weg, dies aufzuhalten? Ich kann nicht tatenlos mit ansehen, wie die wahnsinnigen Orks unschuldige Menschen töten. Zerstört den Altar und ihr zerstört den Fluch. Nur die antike Reliquie der Oger, die Keule des Häuptlings, ist stark genug dafür. Sucht sie in einer der Hütten in der Nähe des Sumpfes. Ja. Wird erledigt. Jetzt müssen wir eine Ogerkeule suchen. Schon erledigt. Also hier unten auf der Seite. Finde die Keule des Todes. Nur die riesige Keule des Ork-Königs verfügt über genug Gewalt, um die Altarstelle zu demolieren. Sie ist unter einem Hügel nahe des Sumpfes vergraben. Also ja. Entweder ist mit der Übersetzung teilweise was Schon schiefgelaufen, erledigt. von Englisch auf Deutsch, weil wir auf einmal, also in der Auf Cutscene, zum den Sieg. Ogerkönig hatten und jetzt auf einmal den Ork-König haben. Außer natürlich, die Keule wurde von Ogern gemacht und den Orks übergeben. Also ja, wir marschieren jetzt hier runter, hier lang, zur Stadt zurück. Den Sumpf selber können wir ja nämlich nicht betreten. Auf zum Sieg. Kein Problem. Außer vielleicht, wir können jetzt mit dem Magier was in dem Sumpf anfangen. Auf zum Weil ich Sieg. habe immer noch keine Ahnung, für was der Kreis da sein soll. Weil einen magischen Geist beschwören bringt da nicht viel. Kein Problem. Aber jetzt, wo wir einen Magier haben, können wir vielleicht mit dem was an dem Kreis machen. Der muss doch für irgendwas gut sein. Und wir hatten ja halt auch die Meldung erhalten, dass in dem Sumpf sich Wird erledigt. ein Dämon aufhalten soll, den wir doch töten könnten. Kein Problem. Aber erstmal müssen unsere Paladine wieder die volle Stärke erreichen. Auf zum Sieg. Naja, hier sind wir soweit fertig. Wenn ich mal kurz gucken darf, ohne dass mit meinem Mana. Das hier ist eine Steinmine, die haben wir. Das Orklager, dort haben wir auch. Auf zum Sieg. Gut, was auch immer hier ist, haben wir noch nicht uns angeguckt. Kein Problem. Aber da kommen wir ja hin, weil das ist direkt neben der Brücke. Aber bevor ich übersetze auf die Auf andere zum Sieg. Flussseite und damit ins Orkland, erstmal auffüllen und nach dem Kreis gucken. Uns upgraden können wir nicht.
könnt zwar neue Zaubersprüche lernen. Allerdings, solange ich nicht Stufe 5 erreicht habe, also noch zwei Stufen. Wird erledigt. Interessiert mich die anderen Zauber erstmal nicht. Schon erledigt. Oh, die haben jetzt selber Paladine, die patrouillieren. Was? Auf zum Sieg. Also ihr beide da mal rein. Jawohl, Herr. In Ordnung. Bereit. Bereit. Auf zum Sieg. Und man merkt auch, Verluste von besseren Einheiten sind teurer als von schwächeren. Also die Elite-Paladine wieder hoch zu pushen, war teurer als die Veteranen-Paladine. Mit Vergnügen. Schon erledigt. Auf zum Sieg. Oh. Auf zum Sieg. Zum Sieg. Was? In Ordnung. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Ein paar Ork-Kämpfer zu zerlegen? In Ordnung. Ich. Kein Problem. Zum Sieg. Arbeiter zu töten bringt leider überhaupt nichts. Schon erledigt. Wird erledigt. Schon erledigt. Also ja gut, es nimmt den Orks die Möglichkeit, wird erledigt, sich weiter auszubauen. Man merkt, unsere Stadt ist jetzt ziemlich groß geworden, schon Stufe 3. Hat jetzt auch schon Paladine, Magier und alles. Wird erledigt. Kein Problem. Das ist halt ein sehr nettes System in diesem Spiel, wie ich finde. Ja. Ja. Schon erledigt. Auf zum Sieg. Also ja, wie gesagt, den Sumpf können wir nicht durchqueren. Schon erledigt. Wir können auch hier nicht viel machen. Ich kann nicht noch Jawohl, mehr Kinder kontrollieren. Euer Feind ist mein Feind. Ist mir eine Ehre. Kein Problem. Also ja, diese Rune da, die verwirrt mich richtig. Gibt's hier hinten noch was? Das sehe ich gerade jetzt erst, dass Auf es da noch zum einen Sieg. Weg weitergeht. Und ja, ich weiß, ich lasse mir Zeit mit dem Erkunden, aber wir wollen ja halt alles, was geht, mitnehmen. Wie gesagt, die Krypta ist hier auf der anderen Seite des Sumpfes, den wir also hier ist die Krypta. Da hinten ist auch noch mal eine Krypta. So.
Und ja, dadurch, dass wir Magie verlieren, wenn wir zu weit von unseren Einheiten weg sind, sind wir halt wirklich an sie gebunden. Oh, da hinten sind doch Schätze. Also etwas Holz und Nahrung und Gold. Jawohl, Sir. Ja. Ja? Schon erledigt. Ja, Sir. Wobei, gehen wir alle... Nee. Doch, gehen wir mal alle dahin. Kein Problem. Ja, Sir. Auf zum Sieg. Ja, Sir. Schon erledigt. Schon erledigt. Ja, Sir. So, Holz und Nahrung. Und? Wird erledigt. Ach, stimmt, hier ist auch so ein Symbol gewesen. Sind das vielleicht einfach nur Sportpunkte? Ah ja, wir haben auf jeden Fall nochmal Gold gekriegt. Ja, Sir. Ah ja, wie gesagt, der Sumpf ist nicht zu durchqueren. Schon erledigt. Wir können auch einfach eine unserer Einheiten folgen, dann... brauche ich nicht die ganze Zeit selber rumzoomen. Das ist nämlich dann auch eine interessante Art. Umzukommen. Schon erledigt. So, okay. Da wir eher an der Stadt vorbeikommen, werden wir dort die Nahrung und alles verkaufen. Das tragt ihr, gell? Ja. Was? Oh, hi. Was? Tötet sie alle! Schon erledigt. Wird erledigt. Also ja, so Ork-Truppen werden wir jetzt permanent wohl treffen, einfach aus dem Grund, weil sie ihre Stadt aufgewertet haben und sie halt immer wieder Truppen produzieren werden. So. Das sind 25 Gold. Und ja, da verlieren wir zwar eine Münze, aber ein Gold ist jetzt nicht so wichtig. Auf zum Sieg! Im Augenblick sind wir ja reich genug. Schon erledigt. Schon erledigt. Also ja, wir müssen die Brücke überqueren und müssen dann hier runter. Ich glaube, wir gehen erstmal da den Weg entlang, gehen hier rum und kommen als letztes in der Krypta raus. Auf zum Sieg! Hier unten waren wir noch nicht, aber ich glaube, das ist eine Jagdhütte. Kein Ort mit Gegnern. Da sind ein paar Ork-Arbeiter wieder, die können wir allerdings ignorieren, also leibeigene Ork-Arbeiter.
Schon erledigt. Ah nee, das ist eine Ork-Hütte. Tötet sie alle! Immer bereit. Wird erledigt.